Richtig fette, fette Gender-Party. Mainstream und Feminismus, Daumen hoch. Der Feminismus kommt immer daher, als würde er für die Freiheit der Frauen kämpfen. Für Gleichberechtigung, gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Für die Selbstbestimmung für Frauen. Es geht um das Empowern von Frauen, wie es immer so schön heißt. Das hört sich jetzt natürlich alles total nett an. Wer könnte denn gegen solche guten Sachen sein? Aber ist es tatsächlich so toll, wie es sich anhört? Und was hat das alles mit dem Gender Mainstreaming zu tun? In diesem Video schauen wir mal genau hin, was das alles für Ideen sind und was sie für dunkle Wurzeln haben. Auch wenn du dich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, wirst du hier bestimmt einige neue Sachen erfahren. Thematisch wird alles abgegrast, was der Gender-Zirkus hergibt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Das wird jetzt mal ein bisschen längeres Video und damit ihr euch da ein bisschen orientieren könnt, habe ich unten in der Beschreibung ein Inhaltsverzeichnis reingeschrieben und dieses Video, da habt ihr auch die Möglichkeit, wie bei allen anderen Videos auch, das als Podcast zu hören, dann könnt ihr das nebenbei beim Kochen, im Haushalt, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter hören. Zu Anfang muss man natürlich sagen, es gibt nicht den einen Feminismus, es gibt wie überall immer unterschiedliche Strömungen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der moderne Feminismus die Ansicht ist, dass Frauen strukturell von Männern unterdrückt werden, was dann unter anderem zu Einkommensungleichheit, Diskriminierung und Sexismus führt. Wir leben in einer Rape Culture, also in einer Kultur der Vergewaltigung, wo Frauen laut Alice Schwarzer täglich Vergewaltigung auf allen Ebenen und in den unterschiedlichsten Formen erleben. By the way, Alice Schwarzer ist nicht die Mutter der Gender Studies. Du kannst sie also gerne ziemlich scheiße finden und dir trotzdem Gender Love auf die Fahne schreiben. Die Gender Studies sind kein homogener Haufen, bei dem alle Jünger und Jüngerinnen einen Eid auf die Emma geschworen haben. Frauenfeindliche Gewalt durchzieht die ganze Gesellschaft, ist also strukturell. Das geht so weit, dass es für radikale Feministinnen zur strukturellen Gewalt gehört, wenn Männer ihre patriarchale Macht demonstrieren und ihnen die Tür aufhalten, ihnen etwas erklären. Das ist dann das sogenannte Mansplaining, wo es im bunten Schweden sogar schon eine Hotline dafür gibt, wenn man davon betroffen ist. Oder wenn Männer leicht breitbeinig sitzen, das nennt man dann Manspreading. Oder wenn Wörter nicht inkludierend sind. Als eine Strömung des Sozialismus geht es immer um Opfer und Täter. Bei Marx waren die Täter die Bourgeoisie, also die Kapitalisten, und die Opfer waren die Proletarier, also die Arbeiter. Für Feministinnen heute sind die Täter die Männer, vor allem die weißen, heterosexuellen Cis-Männer. You're fucking a white male! Also die Männer, dessen gesellschaftliches mit deren biologischen Geschlecht übereinstimmt. Und ihr seid einfach nur weiß, aka privilegiert. Übrigens lehnt diese Ideologie auch Heterosexualität als Norm ab. Ihre Vertreter wollen gleiche Rechte für Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender-Lebensformen durchsetzen. Denn die meisten Menschen sind ja, dem Himmel sei Dank, heterosexuell, haben Bock auf Sex und stehen mitten im Leben. Diskriminierungen, Pustekuchen. Zurück zur strukturellen Gewalt. Um diese einzudämmen, sehen wir heute Gleichstellungsbeauftragte, Frauenquoten, Antidiskriminierungsstellen und eine Verstümmelung der Sprache mit Gendersternchen und genderneutraler Umgestaltung von Wörtern. Die Wörter Vater und Mutter sind altmodisch und sollen nach dem Europarat nur noch Eltern 1 und Eltern 2 heißen. Oder wir haben die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums, die vorschlägt, die Nationalhymne zu gendern. Es soll aus Vaterland Heimatland werden und die Zeile Brüderlich mit Herz und Hand soll zu couragiert mit Herz und Hand werden. Sogar die Bezeichnung für Büromittel reproduziert patriarchale Denkmuster und sollen geschlechterneutral umbenannt werden. Aus der gleichen ideologischen Ecke kommt übrigens auch die Political Correctness, also dass man bestimmte Wörter nicht mehr sagen darf. Dazu habe ich hier ein tolles Interview geführt. Wenn das also alles noch nicht genug ist, sollen auch Kunstwerke und Bücher zerstört werden und Frauen mehr Zeit gegeben werden, um einen Test zu schreiben. Im bunten Schweden macht man schon ein gendergerechtes Schneeräumen, was zu einem Riesenchaos führte. Nicht nur Frauen sind Opfer dieser strukturellen Gewalt, sondern auch Schwarze, Migranten, andere Religionen, Homosexuelle,
Transsexuelle und viele mehr. In der Olympiade der Unterdrückten wären Menschen wie diese ganz weit vorne. I'm British Iraqi, gay, non-binary and also identify as Muslim. Weil das alles von dem bösen weißen Cis-Mann ausgeht, gibt es sogar schon Seminare in den USA an der Stanford University mit dem Titel Abolishing Whiteness, also die Abschaffung des Weißseins. Aus solchen Kreisen hört man dann auch zum Beispiel, dass die ganze Geschichte oder sogar weißer Marmor White Supremacy oder Standard English linguistisch rassistisch ist. Diese ganze Idee von langen, glänzenden Haaren ist im Endeffekt ein eurozentrisches Schönheitsideal, das sogar für weiße Leute unerreichbar ist. Im Kampf um das böse Patriarchat gibt es auch schon einen feministischen Fight Club in London. 3, 2, 1, Before the fight, I often think about things like Theresa May closing women's refuges, or I think about the man that catcalled me on the street. Erstmal finde ich die Message gut. Ich finde, es ist unfassbar ästhetisch. Es ist super empowering, dieses Ding. Ich finde es einfach ein richtig geiles Stück. Um dann die freie und gerechte Welt zu erreichen, will der Feminismus all diese strukturellen Probleme an der Wurzel packen. Hier kommt die Gender-Ideologie ins Spiel. Nach der Auffassung der wohl ersten Vorzeigefeministin Simone de Beauvoir wird man nicht als Frau geboren, sondern zu Frau gemacht. Oder wie es die heute führende Feministin Judith Butler sagt, wird der Mensch erst wahre Freiheit erlangen, wenn er sich aus der Verwicklung in sein biologisches Geschlecht gelöst und sein kulturelles Geschlecht gewählt habe. Nach den Genderwissenschaften gibt es einen Unterschied zwischen dem gesellschaftlichen und biologischen Geschlecht. Was das genau ist, erklärt schön dieses Video von der FUMA-Fachstelle Gender und Diversity NRW. Das ist eine Organisation, die durch Steuergelder bezahlt ist und die Geschlechterdemokratie und Vielfalt fördern möchte. Luca ist 12, spielt gern Fußball und möchte später Pilot werden. Sarah ist 9 und macht den ganzen Tag Mädchenkram, wie Luca findet. Ihr Traumberuf ist Krankenschwester. Typisch Junge, typisch Mädchen. Aber halt, warum ist das überhaupt so? Ganz einfach, weil unser Geschlecht als sozialer Platzanweiser fungiert. Diese sozialen und kulturellen Dimensionen des Geschlechts werden als Gender bezeichnet. Wer ein Mann und wer eine Frau ist, definiert sich meistens über das biologische Geschlecht. Welche Rolle beide in der Gesellschaft spielen und welche teilweise verdeckten Erwartungen an sie gerichtet sind, definiert sich dagegen über das soziale Geschlecht, Gender. Damit befasst sich die Genderforschung. Wie sich Luca als Junge zu verhalten hat, lernt er unter anderem in der Familie. Aber ganz unbewusst begleitet ihn das den ganzen Tag. In der Werbung, in Filmen und in Zeitschriften. Und auch Sarah lernt schon früh, was eine Frau ausmacht und wie sie sich verhalten soll. Geschlechterspezifische Spielzeuge, Kleidung, Verhaltensweisen und Rollen. Das alles macht uns erst zu einer scheinbar typischen Frau oder einem scheinbar typischen Mann. Hier geht es um die sogenannte Nature-Nurture-Frage. Also was ist von der Natur bedingt und was wird durch die Gesellschaft geformt? Typisch männlich und typisch weiblich sind Konstrukte, die man sich ausgedacht hat, um es sich einfacher zu machen. So wie die Festlegung von Wochentagen. Praktisch, aber wer hat den Montag gefragt, ob er der scheiß Montag sein will? Er hätte halt auch genauso gut ein cooler Sonntag sein können. Für die Sozialisten spielt Biologie keine Rolle und man kann alles so formen, wie man will. Der sogenannte Gender Mainstreaming geht vor allem auf die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 zurück und will, wie der Name schon sagt, das Gender-Thema in den Mainstream holen. Also in die Politik, in die Medien und in die Bildung. Wie beim Migrationspakt, der jetzt ja gerade überall in der Diskussion ist, handelt es sich hier um ein Konzept, das von oben nach unten durchgedrückt wird. Angeblich alles demokratisch legitimiert. Übrigens kommt beim Migrationspakt das Wort Gender ganze 29 Mal auf 34 Seiten vor. Ich bin da vielleicht auch manchmal so ein kleiner Feminismus-Populist. Es wird aber nicht nur behauptet, dass es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sondern es geht sogar so weit, dass man Mann und Frau
grundsätzlich in Frage stellt. Der Mensch müsste von dieser geschlechtlichen Zwangsbinarität befreit werden und könne nur frei sein, wenn er sein Geschlecht frei wählen beziehungsweise ganz auf die Kategorie Geschlecht verzichtet. Sie ist kein Mann, keine Frau. Smash the binary. Gender is a spectrum, heißt es ja da immer so schön. Also alles schön ohne Grenzen, ohne Regeln, alles ist erlaubt. Also an alle Privilegierten da draußen, hopp hopp, ab ins Genderboot. 2001 hatte die PDS, das ist heute die Linke, oder anders gesagt, das ist die mehrmals umbenannte Mauerschießpartei der DDR, die hat schon vorgeschlagen, Mann und Frau aus den Personalausweisen und allen amtlichen Dokumenten zu streichen. Jetzt hat im Oktober 2017 das Bundesverfassungsgericht den Entschluss gefasst, dass es neben männlich und weiblich einen weiteren Geschlechtseintrag im Personenstandsrecht geben muss. Das wird nun weitreichende Folgen für die Sprache, Stellenausschreibungen von Unternehmen sowie deren Toiletten, Umkleiden und Kleiderordnung haben. Was die Toiletten angeht, ist das rot-rot-grüne Berlin schon viel weiter und will demnächst gendergerechte Urinale für Frauen einführen. Das natürlich alles schön bezahlt vom Steuerzahler. Woher nehmen all diese neuen Toiletten? Müssen dafür nun eventuell die Behindertentoiletten weichen? Oder werden sie gar umbenannt? Unisex und oder behindert? Weil man den Gender Mainstream in alle Bereiche des Lebens bringen will, sehen wir diese Theorien immer mehr in den Lehrplänen von Schulen und vor allem im Sexualkundeunterricht, wo im Kampf gegen Homophobie und für mehr Toleranz Analsex als Theaterstück gespielt wird. Wir sehen auch in Kindergärten, dass eine genderneutrale Erziehung immer mehr zum Thema wird. Vor kurzem hat da auch eine Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung in den Medien hohe Wellen geschlagen. Die von der Fachstelle Gender GmbF und Rechtsextremismus herausgegebene und mit Steuergeld finanzierte Broschüre hat im Vorwort lobende Worte von der Familienministerin Franziska Giffey erhalten und verbindet die Gender-Ideologie mit dem Kampf gegen Rechts. Übrigens war die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung Annetta Kahane früher in der DDR eine Stasi-Agentin, die fleißig ihre Freunde und Studienkollegen bespitzelte. Wollen wir jetzt mal in die Broschüre reinschauen. Dort heißt es zum Beispiel, Kindern Geschlechtergerechtigkeit und die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und Lebensweisen zu vermitteln, ist Teil des Erziehungsauftrags. Es geht darum, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder sexuellen Orientierung zu verhindern und um inter- und transgeschlechtliche Kinder zu empowern. Zudem ist für viele Kinder das Aufwachsen in Regenbogenfamilien gelebte Realität und sollte damit auch gelebte Normalität in der Kita sein. Also, man will nicht nur einen bunten Kindergarten, die Vielfalt soll sich nicht nur in dem pädagogischen Material spiegeln, sondern auch bei den Kindern. Es sollen bewusst Kinder von Eltern, die einer anderen Einkommensgruppe oder Bildungsschicht als die Mehrheit angehören oder die eine Migrationsgeschichte mitbringen, mit einbezogen werden, sowie Kinder, die aus Regenbogenfamilien kommen. Was heißt hier in diesem Zusammenhang empowern? Das hört sich natürlich zuerst ganz nett an, aber was heißt das eigentlich genau? Kinder sollen gestärkt werden, könnte man da denken. In der Gender-Ideologie heißt Empowering das Recht der Kinder, ihre sexuelle und geschlechtliche Identität autonom bestimmen und leben zu können. Wenn es da zu Konflikten mit den Eltern kommen sollte, soll der Staat eingreifen, um die Rechte des Kindes durchzusetzen und die Elternrechte einzuschränken. In der Broschüre ist zum Beispiel ein Fall, wo ein Junge in der Kita einen Rock tragen darf, zu Hause die Eltern das aber nicht erlauben. Hier sollte der Kontakt zu den Eltern gesucht werden, um das zu thematisieren. Dahinter stehe angeblich die Angst der Eltern, dass das Tragen von geschlechteruntypischer Kleidung ihre Kinder homosexuell mache. Wer hat Angst vorm schwulen Mann? Man will also schon die Eltern disziplinieren und dazu ermuntern, das Kind entsprechend dieser Gender-Ideologie zu erziehen. Klar, wir haben da immer noch kein explizites staatliches Eingreifen, aber wer weiß, wie lange das noch auf sich warten lässt. Übrigens hat sich die Bundesfamilienministerin Giffey, die ja für diese Broschüre das Vorwort geschrieben hat, sich mehrfach für eine Kindergartenpflicht ausgesprochen. Das selbstverständlich nur, um ungleiche Startchancen der Kinder auszugleichen,
damit es jedes Kind packt. Wenn die Eltern keine Zeit haben, die Kinder zu wecken, sie in die Kita oder zur Schule zu bringen, für sie zu kochen oder sie ins Bett zu bringen, ist das in Berlin auch kein Problem mehr. Dort soll im Rahmen der flexiblen Kinderbetreuung den Eltern so ziemlich alles abgenommen werden, indem man ihnen eine Betreuerin zur Seite stellt. Das wäre dann die fast vollständige Kollektivierung von Kindern nach kommunistischer Manier. Fehlt nur noch, dass das Kind nach der Geburt den Eltern entrissen wird und keiner mehr weiß, wer seine Eltern waren. Zurück zur Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die hat ja so hohe Wellen geschlagen, weil jede Kritik an Vielfalt und Buntsein als rechtspopulistisch tituliert wird. Rechtspopulistische Neurechte und religiös-fundamentalistische Gruppierungen hetzen gegen die Vermittlung von Vielfalt mit diffamierenden Wörtern wie Genderismus, Genderwahn oder eben Frühsexualisierung. Genderthemen sind eine wichtige Klammer im rechtspopulistischen Spektrum und eignen sich für emotionale Debatten, gerade in Bezug auf Kinder. Diese Themen sind aktuell sehr relevant. Für die Praxis bedeutet das, eine geschlechterreflektierende Perspektive zu stärken, sich eine gemeinsame Haltung zu erarbeiten und auf entsprechende Vorwürfe, die nicht selten durch Elterninitiativen vorgebracht werden, fachlich professionell zu reagieren. Was aber besonders brisant an der Broschüre ist, ist dieser Fall, der angeblich aus der Praxis kommt. In einer Kita sind zwei Geschwister besonders zurückhaltend, zeigen keine sogenannten Disziplinierungsprobleme. Die Kinder scheinen besonders gut zu spuren. Zum Thema Disziplin, ich würde sagen, so dieser Mythos, dass man immer diszipliniert und produktiv sein muss, das ist neoliberaler kapitalistischer Bullshit und jede Wampe ist ein Protestschild dagegen. Außerdem sind traditionelle Geschlechterrollen in den Erziehungsstilen erkennbar. Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, es wird zu Hause zu Haus- und Handarbeit angeleitet, der Junge wird stark körperlich gefordert und gedrillt. Wenn Kinder also nach stereotypischen Rollenbildern aufwachsen, Mädchen also Kleider und Zöpfe tragen und Jungs körperlich stark sind, gibt das schon Hinweise darauf, dass sie einem rechtsextremen völkischen Elternhaus aufwachsen. Also, wenn Kinder nach stereotypischen Rollenbildern aufwachsen, das heißt Mädchen Kleider und Zöpfe tragen und Jungs körperlich stark sind, dann ist das nach dieser Broschüre schon ein Hinweis darauf, dass sie in einem rechtsextremen völkischen Elternhaus aufwachsen. Genauso soll es ja schon bei den Nazis gewesen sein. In der konkreten Situation ist es hilfreich, die Eltern zum persönlichen Gespräch in die Kita einzuladen. Es sollte deutlich gemacht werden, inwiefern autoritäre und geschlechterstereotypische Erziehungsstile die vielfältigen Möglichkeiten von Kindern einschränken und Entwicklung erschweren. Also an alle Privilegierten da draußen, hopp hopp, ab ins Genderboot. Ich frage mich da, wie es denn aussieht, wenn Kinder aus einem anderen Kulturkreis, also keine Bio-Deutschen, wie man es ja immer so schön sagt, nach klassischen Rollenbildern erzogen werden. Ist es dann kultursensibel und die Eltern müssen nicht zu einem Gespräch eingeladen werden? Ja, wir erinnern uns, Rassismus kommt immer nur von den Weißen. Wenn es andere Kulturen sind, wie zum Beispiel Muslime, wenn da klassische Geschlechterrollenbilder unterrichtet werden oder den Kindern beigebracht werden, da muss man dann natürlich kontursensibel sein und Toleranz zeigen. Wo wir auch gerade bei Empowerment und anderen Kulturen sind, heute ist es ja sogar schon so weit, dass das Kopftuch als Empowerment gefeiert wird. So schreibt zum Beispiel das linke Online-Magazin Telepolis über die immer weitere Islamisierung unserer Gesellschaft. Als Beispiel, wie die orthodoxe muslimische Lebensweise in den westlichen Gesellschaften Einzug hält, Werbung mit verschleierten Frauen, Sportlerinnen im Hijab oder spezieller muslimischer Sportkleidung, Models, die muslimische Mode vorführen, all das bleibt weitgehend unwidersprochen. Mit dem Label Muslim Fashion wird so die Geschlechterapartheid zum Lifestyle umdeklariert und wie selbstverständlich in die westliche Gesellschaften integriert. Unterwerfung wird zum Must-Have im Modesommer 2019. Frauen in den westlichen Gesellschaften haben hart dafür gekämpft, dass sie nicht mehr in Gewänder und Trachten gesteckt, als Jungfrau verheiratet, versprochen oder nach noch zu haben gekennzeichnet oder hinter Klostermauern weggesperrt werden. Mit einem Fingerschnips bringt die Muslim-Fashion diese unseligen Traditionen zurück und wird auch noch als trendy und Zeichen von Toleranz und Vielfalt
bejubelt. Wie sieht es an den Unis aus? An den Unis wird die Gender-Ideologie als Wissenschaft verkauft. Das Thema war zwar schon lange Teil der linken Studiengänge wie Soziologie, Erziehungswissenschaften, Politikwissenschaften und im Pädagogikstudium. Nun sehen wir aber, dass obwohl an den Unis sonst überall Gelder gestrichen werden für diese Ideologien wie die Gender- oder die Nachhaltigkeitsideologie, also ich sagte einmal ganz schön den Ökowahn dazu, da stehen jetzt immer großzügige Fördermittel zur Verfügung. Apropos Ökowahn, ich war ja letztens undercover unter einer Regenbogenflagge im Hambacher Forst und habe mich da mit den Aktivisten unterhalten. Ein Sanitäter meinte, er kümmere sich um die Entzündung von weiblich sozialisierten Menschen, die ihre Tage haben. Also, Menstruation ist natürlich auch nur ein soziales Konstrukt. So sehen das auch einige bei Twitter. Menstruation ist nichts strukturell Weibliches. Manche Körper tun es und andere nicht. Ob jemand weiblich ist oder nicht, hat damit nichts zu tun. Zurück zu den Unis. Um Fördergelder abzugreifen, versucht man das Thema Gender mit allem zu verbinden. So gibt es nun zum Beispiel eine Professur für Gender Studies in den Ingenieurswissenschaften, eine Professur für Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungsländer unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse oder Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung und Arbeitswelt unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse. Und wer in der Uni irgendwelche biologischen Fakten als Wahrheit darstellt, ist der böse Nazi. Dazu hier auch ein schönes Video, was ich mal vor einigen Monaten bei mir auf dem Kanal hochgeladen hatte. Let's look at differences between men and women that are explicitly anatomical and physiological. Are men taller than women on average? Does anyone take offense at that fact? Are you irritated? There's always a standout. So I would say, you could be irritated by it. You could be irritated by the fact that women have to be the ones to gestate and lactate. You could be irritated by a lot of truths. But taking offense is a response that is rejection of reality. So men and women are different on height. They're different on muscle mass. They're different on where fat is deposited on our bodies, right? Our brains are also different. So there are some binaries. Oh, wow. Security! This is what happens. Oh. Wir sehen also an diesen zahlreichen Beispielen, dass die Gender-Ideologie nicht nur von den radikalen Antifaden vertreten wird, sondern tatsächlich schon im Mainstream, in der Politik, in den Medien, in den Schulen und Kindergärten und Unis angekommen ist. Nur kaum einer weiß, worauf sich diese überhaupt begründet. Was sind also die kranken Wurzeln des Gender-Mainstreams? Wenn wir bei Wikipedia bei Gender reinschauen, hat diese Gender-Theorie ein amerikanischer Psychologe namens John Money 1966 versucht, wissenschaftlich zu begründen. Er hat die sogenannten Twin Studies, also die Zwillingsstudie, durchgeführt. Und die ist ziemlich pervers und sehr bezeichnend. Was ist da also genau passiert? John Money hatte die Hypothese, dass es keine wesensmäßigen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gäbe und Männlichkeit und Weiblichkeit nur erlernte Geschlechterrollen seien. Um diese Hypothese zu testen, führte er ein Experiment mit männlichen Zwillingen durch. Die eineiigen Zwillinge waren David und Brian Reimer aus Winnipeg in Kanada. Im Alter von 8 Monaten wurden sie aus medizinischen Gründen mit einer unkonventionellen Methode beschnitten. Die Beschneidung lief bei David schief, sein Penis war irreparabel verbrannt. Da seine Eltern John Money im Fernsehen gesehen hatten, brachten sie David zu ihm. Money war dann der Meinung, dass sein Penis nicht rekonstruiert werden, aber eine funktionierende Vagina chirurgisch hergestellt werden könne und er als glückliches Mädchen aufwachsen wird.
Er überzeugte die Eltern, dass eine Geschlechtsumwandlung in dem besten Interesse des Kindes sei. So kam es, dass David die Hoden entfernt und aus der Haut rudimentäre Schamlippen geformt wurden und er einer Östrogenbehandlung unterzogen wurde. Eine richtige Vagina sollte er später erstellt werden. Von da an hieß David dann Brenda. Die Umwandlung und die Entwicklung wurden in den folgenden Jahren von Money begleitet. Er machte Versuche mit den Zwillingen, unter anderem auch in sechs andeutenden Rollenspielen. Sie sollten gegenseitig ihre Genitalien begutachten. Sie sollten sich entkleiden, damit er sie nackt fotografieren konnte. Und er zeigte Brenda Bilder von nackten Erwachsenen, um zu schauen, wie sie darauf reagiert. Alles im Auftrag der Wissenschaft, um die Geschlechterrollen zu erforschen. Was bei den Experimenten passierte, erzählten die Zwillinge aber aus Scham nicht ihren Eltern. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Für Dr. Money lief alles nach Plan. Er schrieb, das Verhalten des Kindes ist so klar, das eines aktiven kleinen Mädchens und so verschieden von seinem jungenhaften Verhalten seines Zwillingsbruders. Die Realität sah aber ganz anders aus. Im Alter von 2 riss Brenda sich wütend die Kleider vom Leib, sie weigerte sich mit Puppen zu spielen, verprügelte ihren Bruder und stahl seine Autos und Waffen, um damit zu spielen. Obwohl sie keinen Penis hatte, urinierte sie im Stehen. Als Brenda wurde sie aufgrund ihres maskulinen Ganges, ihren Vorlieben und ihres Verhaltens in der Schule gehänselt. Also weder die Kleider noch die weiblichen Hormone haben das Kind sich als weiblich fühlen lassen. Brenda beschwerte sich bei ihren Eltern und Lehrern, dass sie sich wie ein Junge fühle. Diese beschwichtigten sie aber, ganz nach Anweisung von Dr. Money, dass sie nur eine schwierige Phase durchlaufe. Währenddessen hatte ihre Mutter aufgrund von Schuldzuweisungen einen Suizidversuch. Ihr Vater flüchtete sich in Alkoholismus und ihr vernachlässigter Zwillingsbruder Brian rutschte in den Drogenmissbrauch, Kleinkriminalität und Depressionen. Im Alter von 13 leidete Brenda unter Depressionen und sagte ihren Eltern, dass sie sich umbringen werde, wenn sie Dr. Money noch einmal sehen müsse. So kam es, dass auf Raten eines örtlichen Psychiaters ihre Eltern ihr ein Jahr später, also im Alter von 14, die Wahrheit über ihre Geschlechtsumwandlung sagten. Von da an wollte Brenda wieder zurück zu ihrem biologischen Geschlecht und nannte sich wieder David. In einem später veröffentlichten Buch sagte er, auf einmal machte das alles Sinn, warum ich so fühlte. Ich war nicht irgendwie ein Verrückter, ich war nicht verrückt. Nun begann er Freundschaften zu schließen, sah die Zukunft positiv und lebte seine Identität als Junge. Er unterzog sich in den folgenden Jahren zahlreiche schmerzhafte Operationen. Die Brüste, die durch die Östrogenbehandlung gewachsen waren, wurden amputiert und er erhielt einen Penis und Hoden. Regelmäßige Testosteronspritzen ließen seine Muskulatur wieder männlich werden. Depressiv darüber, dass er nie heiraten wird, unternahm er in seinen frühen 20ern 2 Suizidversuche. Später lernte er Jane kennen und adoptierte ihre 3 Kinder. Als David fast 30 Jahre alt war, traf er Dr. Milton Diamond, ein langjähriger Rivale von Dr. Money. Dr. Meinand hatte seinen Fall schon lange verfolgt, vor allem weil Dr. Money merkwürdigerweise Ende der 1970er nicht mehr zu der Entwicklung des Falles schrieb. Durch Dr. Diamond erfuhr David, dass der angebliche Erfolg seines Falles dazu herangeführt wurde, die zahlreichen Geschlechtsumwandlungen bei Kindern, die Zwitter waren oder Genitalverletzungen hatten, zu legitimieren. Seine Geschichte wurde 2000 von John Colapinto als Buch veröffentlicht. Er teilte die Einnahmen des Buches mit David, aber die sicheren Finanzen entlasteten ihn nicht von seiner Vergangenheit und Problemen. Die Filmrechte für das Buch wurden an Peter Jackson, dem Regisseur von der Herr der Ringe-Trilogie, verkauft. Ein Film ist aber bis heute dazu noch nicht rausgekommen. Sein Bruder Brian begann 2002 mit einer Überdosis an antidepressiver Selbstmord. Der Tod seines Bruders ließ ihn in tiefer Depression stürzen. Neben den Depressionen hatte er Probleme, Arbeit zu finden und Eheprobleme. Als 2004 seine Frau den Wunsch nach einer Ehepause äußerte, stürmte David aus dem Haus und kam nie wieder zurück. Ein paar Tage später wurde er auf dem Parkplatz eines Supermarkts gefunden, wo er sich mit einer abgesägten Schrotflinte in den Kopf geschossen hatte. In ihrem
1975 erschienenen Buch Der kleine Unterschied zieht Deutschlands Vorzeigefeministin Alice Schwarzer diese Zwillingsstudien als ein Musterbeispiel für den aufklärenden Auftrag der Forschung heran. Auch Judith Butler, die heute wohl namhafte Feministin, beschäftigt sich in ihrem Werk Undoing Gender ausführlich mit dem Fall der Reimer Zwillinge. Sie beschreibt den Fall faktengetreu und kommt dann zu dem Schluss, dass der Fall weder die Theorie von der sozialen Konstruktion eines Geschlechts bestätigt noch widerlegt, weil Brenda in ihrer Kindheit und Jugend ständig Experimenten unterzogen worden ist, wo sie bzw. er sich ständig einer linguistischen Norm eindeutig zuordnen musste. Das, was Butler da in ihrem Buch für eine Linke zugegebenermaßen intelligent und relativ differenziert darlegt, ist das, was man heute immer wieder hört, dass Gender ein Spektrum ist und die Sprache und die Gesellschaft jemand dazu zwingt, sich irgendwo da einzuordnen. Und deswegen muss man die Sprache und die Gesellschaft verändern, also bei der sogenannten strukturellen Gewalt ansetzen. Butler kritisiert auch, dass sie den Fall nicht einordnen könne, weil sie nur Leser von vorausgewählten Interviews sei, David niemals persönlich getroffen hat und so nur Bruchstücke der Person kenne. Das englische BBC veröffentlichte in 2002 eine Doku zu dem Fall und in 4 Jahren später eine überarbeitete Fassung. Ja, wie bei Alice Schwarzer gilt die gescheiterte These von John Money heute immer noch als wissenschaftliche Fundierung für diese Gender-Theorie. Was die Wissenschaft dazu genau sagt, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Zuerst wollen wir nochmal auf das Leben von John Money selbst eingehen. Das ist nämlich auch ziemlich interessant. John Money ist in Neuseeland aufgewachsen und er hatte eine so problematische Beziehung zu seinem Vater, dass er eine lebenslange Abneigung gegen männliche Brutalität hatte. Sein Vater starb, als er 8 Jahre alt war, wo er dann die Rolle als Mann im Haus übernehmen musste. Er führte eine kurze Ehe, war aber nach der Scheidung unverheiratet und kinderlos. Nach dem Tod seines Vaters wuchs er ausschließlich unter Frauen auf. Er wurde von seiner Mutter und seinen unverheirateten Tanten erzogen, deren männerfeindlichen Ausfälle ebenfalls eine bleibende Wirkung auf den Jungen ausübten. Ich litt unter der Schuld, männlichen Geschlecht zu sein, schrieb er. Ich trug die Keinsmale der abscheulichen männlichen Sexualität, Penis und Hoden. Ich fragte mich, ob die Welt für Frauen nicht ein besserer Ort wäre, wenn man nicht nur die Tiere auf dem Bauernhof, sondern auch Menschen männlichen Geschlechts kastrieren könnte. Ab Mitte 20 war er ein glühender Verfechter der Erforschung und Erkundung der Sexualität. Mitte der 70er Jahre, auf dem Höhepunkt der sexuellen Revolution, trat Money als Befürworter der offenen Ehe, des Nudismus und anderen Formen der sexuellen Freizügigkeit auf. Übrigens heißt es ja immer, dass die sexuelle Revolution ihren Ursprung in den 68ern, also und vor allem auch da mit Woodstock, hatte. Dabei waren es die Bolschewikis, die als erstes die Frauen vom Patriarchat befreit und die sexuelle Freizügigkeit gefördert haben. Die Frauen konnten tun und lassen, was sie wollten. Wenn sie schwanger wurden, war das Kollektiv für sie da, das sich um die Kindererziehung kümmerte. Sozialismus ist nicht nur die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, sondern auch der Frauen und der Kinder. In dem dystopischen Werk Brave New World von Aldous Huxley, in der alle in einer strengen Diktatur leben, dies aber nicht hinterfragen, weil sie mit Konsum, Sex und der Droge Soma befriedigt sind, heißt es, je mehr sich die politische und wirtschaftliche Freiheit verringern, desto mehr strebt entschädigungsweise die sexuelle Freiheit danach, sich zu vergrößern. Der Diktator wird gut daran tun, diese Freiheit zu fördern. In Verbindung mit der Freiheit des Tagträumens unter dem Einfluss von Rauschmitteln, Kino und Rundfunk wird die sexuelle Freiheit dazu beitragen, seine Untertanen mit der Sklaverei, die er los ist, zu versöhnen. Ja, zurück zu Dr. Money. Er behauptet in seinem Buch Sexual Signatures, es gibt zahllose Beispiele dafür, dass bisexueller Gruppensex eine ebenso große persönliche Befriedigung verschaffen kann wie eine Paarbeziehung, vorausgesetzt die Partner sind auf dieselbe Wellenlänge eingestellt. Er beschreibt sein eigenes Sexleben als ein Nehmen und Geben in flüchtigen sexuellen Beziehungen und wohlwollender Gemeinschaft mit gleichgesinnten Partnern, Frauen wie Männern. Die New York Times nannte ihn im Jahr 1975 den
Agent Provocateur der sexuellen Revolution, weil er kaum eine Gelegenheit ausließ, die sexuelle Befreiung überall zu verkünden. Er forderte zum Beispiel in der New York Times eine neue Moral des Freizeitsex oder fragte einen Patienten mit einem Augenzwinkern und breitem Lächeln, ob er schon einmal eine goldene Dusche erlebt hat. Weil er es für wichtig hielt, die Menschen für sexuelle Themen zu desensibilisieren, benutzte er als ganz normale Vokabeln durch Tabus belegte Wörter wie Ficken, Schatz und Fuck im Umgang mit Kollegen und Patienten. 1986 veröffentlichte er Love Maps, eine umfassende Studie zu bestimmten Praktiken wie Sadomasochismus, Koprophilie, also das Essen von Kot, Amputationsfetischismus, Selbststrangulierung und andere Verhaltensweisen, die er nicht als Perversion, sondern als Paraphilien bezeichnet, um sie zu enttabuisieren und zu entkriminalisieren. Ganz besonders interessierte er sich für Pädophilie, ein Thema, das er mit sichtlichem Vergnügen in der Öffentlichkeit erörterte. In Time Magazine erklärte im April 1980 eine sexuelle Kindheitserfahrung etwa als Partner eines Verwandten oder einer älteren Person muss sich auf das Kind nicht unbedingt negativ auswirken. In einem Interview mit der holländischen Zeitschrift für Pädophilie Paidika erklärte er, wenn ich mit dem Fall eines 10- oder 12-jährigen Jungen zu tun hatte, der sich zu einem 20- oder 30-jährigen Mann stark hingezogen fühlt und wenn diese Beziehung und auch die Bindung absolut auf Gegenseitigkeit beruht, würde ich dies keinesfalls pathologisch nennen. Wenn eine Beziehung auf einer so positiven und liebevollen Basis steht, sollte sie nicht voreilig abgebrochen werden. 1987 verfasste er zu dem Buch Boys on the Contact with Men ein lobendes Vorwort. Es enthält die angeblich mündliche Aussagen von 11-jährigen Jungen, die die sexuelle Lust mit 60-jährigen Männern überschwänglich beschreiben. Wir, schrieb Money, werden für die Menschen, die nach dem Jahr 2000 geboren werden und aufwachsen, Geschichte sein. Und sie werden sich über unseren wichtigtuerische, moralische Unkenntnis der Grundprinzipien der sexuellen und erotischen Entwicklung in der Kindheit wundern. Und er schloss mit dem Satz, dies ist ein äußerst wichtiges und äußerst positives Buch. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Auf Kritik an solchen öffentlichen Äußerungen reagierte Money stets mit einem Gegenangriff. Er machte seine Kritiker lächerlich, da sie nach seiner Meinung einem überholten sexuellen Puritanismus anhingen. In einem autobiografischen Aufsatz, der 1985 in einem Sammelband erschien, bezeichnet er sich selbst als Missionar des Sex und schrieb stolz: Es ist für die Gesellschaft nicht so einfach, sich zu ändern, wie für mich im ländlichen Neuseeland. Als ich mich von dem Erbe des Fundamentalismus und Viktorianismus löste, das im 20. Jahrhundert fortgedauert hatte. Ja, ich glaube, das Leben von John Money, das steht für eine Vielzahl von Menschen, die selbst keine so schöne Jugend hatten und so ihr Leben lang mit Problemen zu kämpfen hatten. Weil die Welt so böse und ungerecht zu ihnen war, würden sie gerne eine andere haben. Auch die wohl berühmteste Feministin Simone de Beauvoir, die in einer offenen Beziehung mit Jean-Paul Sartre lebte, einen Liebespakt, wie sie es nannten, schrieb: Wir lehnten die Gesellschaft ab. Wir dachten, der Mensch müsse neu erschaffen werden. Am Ende will Feminismus oder wollen Feminismen eine Welt, eine Utopie, in der niemand, warum auch immer, diskriminiert wird. Und ich finde, das kann sich ja wohl jeder halbwegs normal tickende Mensch aufs Fähnchen schreiben. Ja, wollen wir uns jetzt mal anschauen, was denn die Wissenschaft zu diesen Gender-Theorien so alles sagt. Der Kasseler Evolutionsbiologe Professor Ulrich Kutscherer, der auch an der US-Uni Stanford lehrt, sagt, dass man mit der Genderforschung eine andere quasi religiöse Strömung unter der Tarnkappe des Gender-Mainstreaming Fuß fasst und immer mehr gleich einem Krebsgeschwür sämtliche Fachgebiete erobern möchte. Die Naturwissenschaften berufen sich auf Fakten, während in der Genderforschung biologische Grundlagen völlig negiert werden. Das ist eine feministische Sekte, die uns da ihren Unsinn aufdrückt und alle machen widerstandslos mit. Dies hat er in einem ausführlichen RBB-Interview erklärt und dabei biologische Fakten dargelegt und die Geschlechteridentität hormonell chromosomal begründet.
Dass die Genderforschung eine Sekte ist, haben sie auch direkt bewiesen, indem die AStA, die an allen Unis besonders bunt, also besonders links ist, ihn bei der Hochschulleitung angeschwärzt hat, anstatt einfach einen offenen Dialog mit ihm zu suchen. Die Hochschulleitung hat sich dann auch direkt auf die Seite der linken Gender-Sekte geschlagen und erklärt, dass die Uni Kassel Gleichstellung und Diversity als zentrale Themen ihrer Entwicklung begreife. Trotzdem beruft die Uni sich auf das Recht des Professors, sich an öffentlichen Debatten zu beteiligen. Professor Kutschera verweist darauf, dass es etliche Studien gäbe, die zeigen, dass Männer, unabhängig ob sie jetzt in Arabien leben oder in Israel oder in Deutschland oder Russland, dass Männer über alle Kulturen hinweg deutlich jüngere, attraktive, fertile, nicht besonders wortgewandte Frauen bevorzugen. Männer sind quasi die Urviecher in uns, die Affen. Männer wollen einfach eine nette Frau, mit der man nicht viel diskutieren muss. Jung, attraktiv, gut kochen muss sie können, Kinder großziehen. Das sei in allen Kulturen so. Die Belege sind erschlagend. Immer wieder hört man von Professoren, die nicht so viel Glück haben wie Professor Kutschera. Die werden dann einfach, wenn sie biologische Fakten nennen und sich auf seriöse Quellen berufen, vom Dienst suspendiert. So ging es zum Beispiel einem italienischen Gastforscher am renommierten CERN-Institut in Genf. Der hat einen Vortrag darüber gehalten, über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie Frauen in den Naturwissenschaften. Nach diesem Vortrag wurde er deswegen vom Dienst suspendiert und mit Sexismusvorwürfen konfrontiert. Auf diesen Fall bin ich auch in diesem Video nochmal genau eingegangen. Schaut da gerne mal rein. In diesem Video hatte ich auch ein Interview mit einer Sexologin beim Rubin Report angesprochen. Für diese Sexologin stimmt das gesellschaftliche Geschlecht in 99% der Fällen mit dem biologischen Geschlecht überein. Sie ist heute aber keine Wissenschaftlerin mehr, weil für sie die ganzen Wissenschaften alle sehr politisiert worden sind und man da ständig Diffamierung und teilweise physischen Angriffen der Antifa ausgesetzt ist. Das aber natürlich nur, wenn man zu anderen Ergebnissen kommt, die die Linken nicht mögen und die einfach nicht in deren Weltbild reinpassen. Ja, wo wir gerade in den USA sind, für Trump gibt es nur zwei Geschlechter. Er hat auch schon bei seinem Antritt angekündigt, dass er die ganzen Gender Studies für nicht wissenschaftlich hält und er ihnen den Geldhahn zudrehen will. Kein Wunder, dass die Linken bei Trump immer so getriggert sind. Interessant ist auch ein Fall, wo in den USA drei Forscher sich einen Spaß daraus gemacht haben, wissenschaftliche Papers mit grotesken Thesen als Genderwissenschaft zu verfassen. Sie schrieben zum Beispiel Mein Kampf mit Wörtern aus dem Gender-Jargon um oder verfassten ein Paper über Fat Bodybuilding, wonach aktives und stolzes Arbeiten am eigenen Übergewicht als legitimer Sport akzeptiert werden müsse. Filmen, in Büchern, einfach auf visuellen Medien. Wie werden welche Körper dargestellt? Wenn dicke Körper immer nur als die ungesunden dargestellt werden, dann werden diese Vorurteile immer weiter reproduziert. Ja. Wenn aber irgendwie der empowerte, coole, stylische, fette Körper überall wäre, dann wird einfach auch ein anderes Körperbild promoted. Viele von diesen Artikeln wurden im hoch angesehenen wissenschaftlichen Journals veröffentlicht. Dass sowas immer wieder vorkommt, sollte eigentlich jedem zeigen, dass diese ganzen Genderwissenschaften überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Es gibt auch viele Studien zu der sogenannten Kibbutz-Bewegung in Israel. Das sind Kommunen, die in sozialistischer Manier gemeinsames Eigentum haben, alles basisdemokratisch regeln und ohne Geld leben. Hier war man auch anfangs davon ausgegangen, dass man die Geschlechterunterschiede abschaffen kann. Irgendwann kam es dann zur Rebellion der Frauen und es setzten sich wieder klassische Geschlechterrollen durch. Die Studie kam dann zum Schluss, dass die klassischen Rollenbilder den unterschiedlichen Wesen von Mann und Frau entsprechen. Oder auch Dr. von Holt ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit den Arbeitsschwerpunkten Identität, Identitätsentwicklung, Sexualität und Gendertheorie. Für sie gibt es nur zwei Geschlechter, die aufeinander angewiesen sind und sich gegenseitig ergänzen. Der immer wieder angeführten Intersexualität liegen Krankheiten zugrunde, die in den meisten Fällen die betroffenen Menschen fortpflanzungsunfähig machen.
Krankheit darf keine Norm sein. Wenn wir Krankheit mit Gesundheit verwechseln, verlieren wir jede Orientierung in unserer Gesellschaft. Gender Mainstreaming bringt auch immer mehr Menschen, die in ihrer Identität total verwirrt sind. Studien zeigen, dass wenn Frauen eingeredet wird, sie seien nur gleichberechtigt, wenn sie das Gleiche tun wie Männer und dies auch tun, kann das zu schweren Depressionen führen. Wenn die Frauen immer mehr zu Männern werden, ist es auch umgekehrt so, dass die Männer immer mehr zu Frauen werden. Gesellschaftlich haben diese Kopfgeburten schon heute katastrophale Folgen. Solche verwirrten und kranken Menschen, die nur die ganze Zeit mit sich beschäftigt sind und gar nicht in der Lage sind, das Große und Ganze zu verstehen, das sind natürlich die perfekten Untertanen, die dann ganz leicht zu regieren sind. Ich sage nur, Aldous Huxley mit Schöne neue Welt, also Brave New World, lässt grüßen. Dr. von Holt bemüht sich einer schönen Allegorie eines Fisches, dem man sagt, er sei frei, sich im Wasser, am Land oder in der Luft zu entfalten. Wie ein Fisch kann ein Mensch sich nicht selbst nach Belieben neu erfinden. Die Natur oder Gott, wenn man an sowas glaubt, hat den Mann und die Frau als unterschiedlich erschaffen, damit sie zusammen die perfekte Einheit ergeben. Mann und Frau wurden wie ein Magnet mit unterschiedlichen Polen geschaffen und genau diese Unterschiedlichkeit erzeugt Anziehung und vervollständigt sie. Also das klassische Yin und Yang. Ja, die Ideologen interessieren sich offenbar nicht für wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht für die Realität. Quantum physics reveals that there is no fixed reality and it's full of beautiful contradictions. Und warum das genauso ist, wo denn diese ganzen Gedanken herkommen, wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Die Gender-Ideologie ist ein Teil des Postmodernismus oder des Kulturmarxismus, wo es um die Dekonstruktion aller Werte geht. Dies ist in Anlehnung an Marx die permanente Revolution, wo es kein Ankommen gibt, sondern nur ein permanentes Dekonstruieren aller Werte und Moral. So steht im Kommunistischen Manifest Aufhebung der Familie. Selbst die Radikalsten ereifern sich über diese schändliche Absicht der Kommunisten. Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem Kapital, auf dem Privaterwerb. Die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Verschwinden des Kapitals. Werft ihr uns vor, dass wir die Ausbeutung der Kinder durch ihre Eltern aufheben wollen? Wir gestehen dieses Verbrechen ein. Aber, sagt ihr, wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem wir an die Stelle der häuslichen Erziehung die gesellschaftliche setzen. Also, wir sehen hier schon im Kommunistischen Manifest, das, was unsere Bundesfamilienministerin auch fordert, Kindergartenpflicht hat auch Marx schon gefordert. Letztendlich kann man dadurch ja einfach entgegnen, dass die Eltern Zugriff auf die Kinder haben, sie mit völkischen Ideen indoktrinieren können. Da soll der Staat mit seinen richtigen Ideen die Kinder doch lieber indoktrinieren. Aber ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen, schreit uns die ganze Bourgeoisie im Chor entgegen. Der Bourgeois sieht in seiner Frau ein bloßes Produktionsinstrument. Er hört, dass die Produktionsinstrumente gemeinschaftlich ausgebeutet werden sollen und kann sich natürlich nichts anderes denken, als dass das Los der Gemeinschaftlichkeit die Weiber gleichfalls treffen wird. Er ahnt nicht, dass es sich eben darum handelt, die Stellung der Weiber als bloßer Produktionsinstrumente aufzuheben. Ja, und das, was man hier von Marx hört, das hört man auch mal wieder von vielen Sozialisten, heißt es auch aktuell, die AfD will, dass die Frau zurück in die Küche geht. Der edle Kommunismus, der will halt diese Ausbeutung der Frauen durch die Männer aufheben. Im Kommunismus können sich dann die Frauen angeblich frei entfalten und die Kindererziehung wird kollektiviert. Wo wir hier gerade beim Kommunistischen Manifest sind, da sehen wir auch, dass der Hass der Linken auf Nationen auch daherkommt. Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollen das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Ja, wir sehen hier, dieser Hass auf Nationalismus kommt ja aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels. In der sozialistischen Weltrepublik gibt es keine Nationen. Ja, was hat Leo Trotzki 1937, 1938 nach der stalinistischen Konterrevolution geschrieben? Er schreibt, echte Emanzipation der Frau ist undenkbar ohne eine allgemeine Aufhebung von Wirtschaft und Kultur, ohne die Zerstörung der kleinbürgerlichen wirtschaftlichen Familieneinheit,
ohne die Einführung vergesellschafteter Essenszubereitung und Erziehung. Inzwischen ist die Bürokratie geleitet von ihrem konservativen Instinkt angesichts der Desintegration der Familie in Alarm geraten. Sie begann damit, Lobgesänge auf die Familienmahlzeit und die Familienwaschküche anzustimmen. Das heißt, auf die häusliche Sklaverei der Frauen. Die Krönung all dessen liegt in der Wiedereinführung der Strafbarkeit der Abtreibung durch die Bürokratie, womit man offiziell den Frauen den Status eines Packesels verleiht. Ja, wir sehen hier bei Trotzki, die Frau wird zu Hause versklavt. Die edlen Kommunisten wollen die Frauen befreien, dass sie so leben können, wie sie wollen. Und hier auch Abtreibung kommt ja auch zur Sprache. Nach der Konterrevolution wurde die Abtreibung wieder unter Strafe gestellt. Und Trotzki möchte, dass Abtreibung weiterhin vollkommen straffrei bleibt. Das ist also auch genau das, was wir jetzt gerade bei den Jusos gesehen haben. Die Jusos haben beschlossen, dass nach ihrer Vorstellung Abtreibung bis zum 9. Monat erlaubt sein soll. Trotzki schreibt weiter: In völligem Widerspruch zum ABC des Kommunismus hat die herrschende Kaste den reaktionärsten und umnachtesten Kern des Klassensystems wiederhergestellt, nämlich die kleinbürgerliche Familie. Wir sehen ja auch wieder bei Trotzki, die Befreiung der Frau, die Abschaffung der Familie und des Privateigentums gehen im Sozialismus Hand in Hand. Der marxistische Psychoanalytiker Wilhelm Reich hat 1936 in seinem Buch Die sexuelle Revolution ganz offen geschrieben, dass die Zerstörung der Sexualmoral notwendig sei, um eine kommunistische Gesellschaft zu erreichen. Die emanzipatorische Sexualerziehung von Kindern und die Auslebung von Trieben solle helfen, Ehen und Familien aufzulösen. Der Kommunismus kann also ohne Zerstörung der Ehe, der Familie und der Frühsexualisierung von Kindern nicht verwirklicht werden. Diese Position wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Frankfurter Schule, vor allem da von Herbert Marcuse aufgegriffen und weitergetragen. Für die Sozialisten beruht das ganze Wesen eines Menschen aus seiner Sozialisation, nicht aus der Biologie. Natürlich kann man hier drüber streiten. Da sagen natürlich diejenigen, die sich auf die Biologie berufen, die sagen natürlich auch nicht, dass alles nur Biologie ist. Die sagen halt nur, Biologie spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man kann die nicht außen vor lassen. Und für die Sozialisten ist es jetzt, dass wenn man deine Gesellschaft möglichst optimal formt, also sein Paradies auf Erden dann durchsetzt, wird man auch den perfekten Menschen erhalten. Das haben wir zum Beispiel bei den Sowjets mit dem neuen Menschen gesehen oder bei den Nationalsozialisten mit dem Übermenschen und der arischen Rasse. Ja, und dann war es oft so in der Geschichte, dass Menschen, die dann nicht in das System gepasst haben, die wurden dann in Gulags gesteckt, wo sie dann umerzogen oder direkt ermordet wurden. When I with my friend take over, you go to Gulag. Letztendlich wurde so jedes sozialistische Experiment zur Hölle auf Erden. Die Ansichten hören sich natürlich immer total edel an. Wahrscheinlich dachten Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot und wie diese ganzen Massenschlechter auch alle heißen, dass sie tatsächlich was Gutes tun. Aber wie heißt es immer so schön, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ja, die Umsetzung der sozialistischen Ideen hat im 20. Jahrhundert nach diesem Buch, nach dem Schwarzbuch des Kommunismus, ist sehr renommiert und auch sehr dick und spannend. Demnach haben diese Experimente zu knapp 100 Millionen Toten und unvorstellbar viel Leid geführt. Aber das wird natürlich immer schön ausgeblendet. Das war dann aber nie der richtige, edle Sozialismus. Wir können es ja immer und immer wieder in verschiedenen Formen ausprobieren. Das meinte auch Lukas Zeise, der ehemalige Ressortleiter Wirtschaft und Mitbegründer der Financial Times Deutschland, in diesem sehenswerten Gespräch mit mir. Das, was ich will, ist Sozialismus. Sozialismus ist gescheitert, sehe ich nicht unbedingt so. Von vornherein und x-mal versuchen, wird leider wahrscheinlich nötig sein. Dass es im Prinzip funktioniert, ist wohl nicht die Frage. Ludwig von Mises, der große Ökonom und Philosoph, der aufgrund seiner jüdischen Wurzeln vor den Nazis flüchten musste, hat in seinen Werken immer wieder vor dem Sozialismus der verschiedensten Spielarten gewarnt. In Die Gemeinwirtschaft hat er bereits 1922 die Undurchführbarkeit des Sozialismus auch unter den besten Bedingungen mit den edelsten Menschen aufgrund
der fehlenden Wirtschaftlichkeitsrechnung als unwiderlegbar nachgewiesen. Leider wurden seine Worte nicht gehört und auch heute hört man diese Stimmen der österreichischen Schule eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Es ist also kein Wunder, dass es in ganz Deutschland keinen Lehrstuhl gibt, wo diese Theorien unterrichtet werden. Okay, es gibt einen Lehrstuhl, aber das ist ein privater, das ist die BITS in Berlin. Da kann man die österreichische Schule lernen. Ansonsten wird es in den Hochschulen immer nur ganz kurz angesprochen und wenn, dann immer, dann heißt es, ach, das sind die bösen Marktliberalen, das kann man mal gehört haben, aber da muss man sich nicht weiter mit beschäftigt haben. Mises hat auch selbst pessimistisch geschrieben, ich habe mich eigentlich nie darüber getäuscht, dass meine Theorien den Niedergang der großen Kultur erklären, ihn aber nicht aufhalten. Ich wollte Reformer werden, doch ich bin nur der Geschichtsschreiber des Niedergangs geworden. Ja, heute sehen wir in den Schulen und in den Medien, dass immer nur der Blick auf die braune Spielart des Sozialismus gelenkt wird. Also das, was die Nazis gemacht haben, das, was die Roten, also die rote Spielart des Sozialismus, vor allem unter Stalin, Mao, Pol Pot oder was jetzt heute gerade in Venezuela passiert, das wird, wenn dann immer nur oberflächlich behandelt oder halt komplett ausgelassen. Dabei kann man aus dieser Geschichte sehr viel lernen, um den heutigen Sozialismus der rot-grünen bunten Spieler zu verstehen. Die einzige Partei, die sich heute gegen den Gender-Mainstreaming stellt, ist die AfD. Da heißt es ja, wie ich auch gerade schon angesprochen habe, dass die AfD immer klassische Rollenbilder vertreten. Sie wollen, dass die Frau wieder zurück an den Herd kommt. Das ist mein Herd, da wo ich gerne koche. Mein absolutes Schnuckstäbchen, der mir auch sehr viel gekostet hat. Da ist aber die AfD natürlich auch nur bei der Symptombehandlung dabei. Solche Ideologien können sich immer nur verbreiten, weil wir einen Staat haben, der per Zwang und Gewaltandrohung Steuergelder einzieht und mit seinem betrügerischen Geldsystem in der Lage ist, eine riesengroße Bürokratie aufrechtzuerhalten oder zu betreiben und damit ideologisch getriebene Forschungseinrichtungen zu betreiben. Ohne diese Steuergelder würden die ganzen hochbezahlten Professoren und Wissenschaftler kaum ein so hohes Einkommen und eine gute Stellung in der Gesellschaft genießen. Für ihre Ideologien wäre keiner sonst bereit, freiwillig Geld zu zahlen. Dazu schreibt Roland Bader in Totgedacht, warum Intellektuelle unsere Welt zerstören. Wo sollen sie denn hin, die Hunderttausendschaft an Akademikern, ob gescheitert oder diplomiert, die im staatlichen Bildungswesen auf Kosten der Steuerzahler mit Kenntnissen ausgestattet wird, die im praktischen Leben nur vereinzelt gebraucht werden? Die Philosophen und Soziologen, die Psychologen und Ethnologen, die Politikologen und Anthropologen, die Historiker und Germanisten, die Sprach- und Literaturwissenschaftler aller Art. Sie müssen sich ihre Jobs selbst erfinden und schaffen. Und zwar hochdotierte Jobs, die ihrem Selbstverständnis als akademische Elite entsprechen. Und das tun sie in geradezu idealer Weise, indem sie edle Organisationen gründen und massenweise besetzen. Organisationen, die angeblich unverzichtbar sind, um alle möglichen und unmöglichen apokalyptischen Reiter von der Menschheit abzuhalten und scheinbar die Bürde der Armen und Unterdrückten der Erde zu erleichtern und um vorgeblich die Schöpfung vor der Bestie Mensch zu bewahren. Ja, das, was Roland Bader hier anspricht, sind natürlich vor allem auch diese Gender-Theorien oder auch diese Nachhaltigkeits-Studies oder Sustainability. Da gibt es ganz, ganz viele NGOs, da gibt es regierungsnahe Organisationen, da gibt es Regierungsstellen, wo natürlich unwahrscheinlich viel Geld für irgendwelche Ideologien ausgegeben wird. Und natürlich, wo sollen sonst die Menschen hin? Wer sich da halt mit den größten Kritikern des Sozialismus, wie zum Beispiel Ludwig von Mises oder Friedrich August von Hayek beschäftigt, weiß, dass es nur eine Lösung gibt. Der Staat muss möglichst klein oder komplett abgeschafft werden. Man hat immer nur die Wahl zwischen einer aus dem Kopf erdachten perfekten Welt, die mit Zwang und Gewalt geformt werden soll, also eine Organisation, eine hierarchisch aufgebaute oder eines möglichst natürlich gewachsenen Organismus. Das nennt man dann Liberalismus, Neoliberalismus oder Kapitalismus, also gerade genau das, was nicht ohne Grund von den Eliten ständig in die Schmuddelecke gezogen wird. Man hat im Leben immer nur die Wahl zwischen Zwang und Freiwilligkeit. Raub und Diebstahl oder Handel, Vergewaltigung oder einvernehmlicher Sex, Befehl oder Vertrag, Planwirtschaft oder freie Marktwirtschaft, Sozialismus oder Kapitalismus.
Hayek hat auch schön geschrieben, dass der Fortbestand unserer Zivilisation von dem abhängt, was sich mit dem geläufigeren, wenn auch etwas irreführenden Namen Kapitalismus bezeichnet. Wer sich damit tiefer beschäftigen möchte, den kann ich zum Beispiel meine Videos empfehlen, die ich in zahlreichen Playlists nach Themen sortiert habe. Oder ich habe unter jedem Video ganz viele Bücher empfohlen, die auf dieses Thema noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wo man da ein bisschen einsteigen kann. Ja, es sind immer politische Fanatiker, die ganze Nation ins Unheil stoßen. Die große Masse läuft blindlings mit und die wenigen Kritiker werden dann immer denunziert, ausgegrenzt oder im schlimmsten Fall sogar verschleppt, umerzogen und ermordet. Wenn man eins aus der Geschichte lernen kann, dann das, dass die Erscheinungsformen immer unterschiedlich sind, die Mechanismen und Ideologien aber immer die gleichen sind. Insofern gilt es, bei diesen ganzen Ideologien immer genauer hinzuschauen. Wirklich starke Frauen brauchen keinen Feminismus und können selbstbestimmt ihre Wünsche äußern und dafür eintreten. Zum Beispiel, indem sie ihr Kopftuch abnehmen und dabei riskieren, verschleppt zu werden oder gegen totalitäre Regime auf die Straße gehen. Milo Yiannopoulos hat recht, wenn er sagt: Feminism is cancer. Thank you very much. Ja, das war's wieder von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du das Video teilst und fleißig kommentierst. Wenn du dich auch emanzipieren und befreien willst, spende mir gerne dein Geld. Wie du das machen kannst, fährst du unten in der Beschreibung. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie du mich und meinen Kanal unterstützen kannst. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.